So, wir sind auf Sendung. Herzlich willkommen, meine Freunde der guten Pflege, zur ersten Pflegeshow. Ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Zur ersten deutschen Pflegeshow. Komm ruhig ein bisschen ich näher. Ich heiße dich herzlich willkommen. Vielleicht nicht ganz so nah. Zur ersten deutschen Pflegeshow. Yeah, yeah. Ich habe heute verschiedene Sachen im Gepäck und ich denke, wir fangen an mit dem Phlegomat. Der Phlegomat ist das Pendant zum Valomat, denn im Valomat war nicht so wirklich viel Pflege enthalten. Yo, das ist geil! Nee, eben nicht. Es ging eigentlich nur um die Fallpauschalen, ansonsten hat Pflege und Gesundheit gar nicht stattgefunden. Und deshalb finde ich es ganz cool, was der DBFK gemacht hat. Die haben den Phlegomaten eingeführt. Dort kann man sich durch diverse Fragen klicken und am Ende kommt wie beim Valomaten auch eine Partei raus. Man kann sich die Position der jeweiligen Parteien nochmal angucken, also man kriegt auch ein bisschen Input über die Fragen hinausgehend. Und ja, vielleicht nochmal gut als Ergänzung zum Valomaten, kann ich euch wärmstens empfehlen und... Yo, das ist geil! Auf dieser Seite findet ihr das gute Ding und ein Tipp noch, ihr habt eine Woche noch Zeit. Ich habe mir etwas überlegt, wie wir die Einarbeitung von Mitarbeitern einfacher, schneller und ja, vielleicht auch wirtschaftlich besser gestalten können. Jedenfalls habe ich mir ein digitales Einarbeitungskonzept überlegt. Der Dienstwagen ist stets sauber zu halten und sollte vor Dienstantritt immer einmal mit Flächendesinfektionstüchern desinfiziert werden. Der Fahrzeugschein vom Dienstwagen sollte immer mitgeführt werden und Dinge wie Handschuhe, Desinfektionsmittel oder Müll sollten immer nach Dienstschluss aus dem Auto entfernt werden. Dann zeige ich euch noch mal kurz unseren großen Besprechungs- und Teamraum. Der darf von allen genutzt werden, insofern er nicht besetzt ist. Und ich würde gerne mal von euch wissen, was ihr davon haltet. Vom Prinzip her ist es eigentlich ganz einfach. Ich habe mein Handy genommen und habe die praktischen Prozesse ganz kleinschrittig abgefilmt, dazu ein bisschen erzählt und dann grafisch noch ein bisschen was eingebunden. Und ich erhoffe mir davon, dass sich neue MitarbeiterInnen das anschauen, ergänzend zu ihrer Einarbeitung, um das Wissen einfacher nochmal zu vertiefen. Jetzt könnt ihr euch zumindest schon mal vorstellen, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich denke einfach, dass es die Einarbeitung schneller macht und ja, Prozesse vereinfacht. Natürlich auch Geld spart am Ende, weil wenn so eine Einarbeitung schneller geht, dann kann der Mitarbeiter auch schneller, effizient eingesetzt werden. Und natürlich soll er eine gute Einarbeitung bekommen. Und diese Einarbeitung soll lediglich als Ergänzung dienen. Das vielleicht auch nochmal kurz. Ja. Ich war auf der Reeperbahn und habe mir mal die ambulante Pflege auf dem Kiez angeguckt und da schauen wir jetzt mal rein. Also als ich hierher gekommen bin, war es sehr, sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Leute leben. Also ich war bei Leuten, die echt im 13. Stock irgendwo in irgendeinem Hochhaus wohnen, mit einer fetten Wohnung und einen traumhaften Ausblick haben über die Stadt. Und ja, dann fahre ich irgendwie zwei Häuser weiter und komme dann in eine Einzimmerwohnung, die halt vollgestellt ist mit Sachen und dann ja, betreue ich da die Menschen. Also du kannst ja in der tiefsten Provinz sein auf der Welt, im Amazonas, und du sagst Reeperbahn und alle verstehen, worum es geht. Also es ist ja schon auch ein Brennpunkt, bekannt auf der ganzen Welt, wo man sich hier aufhält. Und wir betreuen oder besuchen ja Menschen, die hier auch alt geworden sind und berentet hier leben, unter sozialen Missständen vielleicht auch oder eben einfach auch, ja, außergewöhnliche Lebensgeschichten. Es gibt immer noch viele Kapitäne oder Kapitänsfrauen, die hier leben im Viertel, die auch eine ganz andere Geschichte mitbringen, als dass die neu zugezogenen Menschen darstellt. Und das ist schon was ganz Besonderes. Die Wohnungen, die Einrichtungen, die Geschichten, die ganzen Anekdoten, das ganze Leben, was sich hier abspielt, ist einzigartig durch den Hafen und durch die Weltoffenheit, die wir haben hier auf St. Pauli besonders. Und dieses Multikulti-Leben, dass also jede Kultur, jedes Outfit, jedes Design hier eigentlich erlaubt ist. Und die alten Menschen bringen auch diesen diakonischen Gedanken noch mal so ein bisschen näher, den ich auch gerne hier lebe.
nach dem Motto Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ja, die leben einfach unter ganz anderen Umständen ihr ganzes Leben hier. Und ja, das ist so facettenreich, das kann man überhaupt gar nicht an dieser Stelle genau beschreiben. Also St. Pauli ist ja als Kiez, als Quartier sehr bunt. Und wir versorgen Kunden à la Couleur. So, und das heißt auch, dass wir auch in der Mitarbeiterschaft Mitarbeiter haben, die auch ganz unterschiedlich sind. Und das ist gut so, weil diese Mitarbeiter brauchen wir auch. Unser Unternehmensleitbild steht ja unter dem Motto, große Freiheit, Mensch zu sein. Und das ist eine Aussage, die trifft hier auf St. Pauli, finde ich, ganz besonders zu. Weil es geht nämlich darum, hier jeden auch so anzunehmen. Das hört sich sehr pathetisch an, aber das ist auch die Haltung, die hier die Mitarbeiter auch auf St. Pauli pflegen. Und zwar schon seit Jahren und Jahrzehnten. Das finde ich sehr schön, weil jeder wird hier so angenommen. Natürlich haben wir einen Rahmen, in dem wir uns auch bewegen. Wir haben auch Anforderungen. Aber die Mitarbeiter sozusagen finden hier auch eine berufliche Heimat. Und sie tragen das auch bei unseren Kunden mit hinein. Und das ist sehr schön. Das heißt, es gibt schon eine große Akzeptanz, dass jeder so sein darf, wie er halt so ist, mit all seinen Macken und Marotten. Und das tragen wir hier. Und das lehrt uns der Stadtteil. Und das lernen uns im Grunde auch immer wieder unsere Mitarbeiter. Und das finde ich total schön. Also das Besondere ist, dass man hier auf St. Pauli einen ganz anderen Schlag von Mensch hat. Das ist halt nicht so, dass man jetzt in Eppendorf ist und nur einen Schlag von Mensch hat, sondern es ist halt gut durchmischt. Ja. Also jetzt war natürlich die ganze Zeit Corona. Da war es halt echt wie leergefegt hier. Aber sonst, wenn du halt Spätdienst hast hier am Wochenende, es ist schon mal lustig, vor allem hier gerade. Keine Ahnung, manchmal kommt man hier auch im Frühdienst hin, genau zu dieser Treppe. Und wenn ich dann hier morgens meinen Kaffee trinke, dann sitzen hier noch ein paar Banausen, die halt immer noch wach sind. Und da war schon das ein oder andere lustige Gespräch vor dem Dienst. Ja, aber immer super nett. Als ich hier angefangen habe, habe ich nebenberuflich hier auch bei der Elbdiakonie ein bisschen Haushalt gemacht und habe da eine Ex-Heroinabhängige betreut, wo ich dann immer nur, also ich alleine immer hingefahren bin und da Haushalt gemacht habe. Ja, und die war, seit sie 20 war, irgendwie heroinabhängig und ist dann irgendwie 50 gewesen und ist seit ein paar Jahren clean gewesen und hatte aber halt immer noch sehr viele psychische und körperliche Schwierigkeiten. Und ja, mit der habe ich eine sehr, sehr tiefe Beziehung entwickelt, was ich, glaube ich, ja, sehr positiv auswirken kann. Aber ja, muss man immer sehr, sehr die Distanz wahren. Der kann in der Tat wirklich auch aufregend sein, der kann auch mal langweilig sein. Es ist aber nicht so, dass man tagtäglich bei der Schicht die Routine hat und man arbeitet seinen Plan ab. Es kommt in der Pflege immer was dazwischen und hier auf St. Pauli ist es halt so, dass man mit gewissen Sachen auf der Straße oder mit Konfrontation anderer Menschen natürlich zusammenprallen kann. Und das passiert hier klar, selbstverständlich öfters als woanders. Ja. Und da hat man auch mal Action. Und das muss man dann lernen zu handeln oder mit den Menschen umzugehen. Ich glaube, wenn man ein paar Jahre hier verbracht hat, dann hat man das drauf. Ja, wir haben zum Beispiel auf dem Kiez haben wir das Clochard. Das ist eine alte Kneipe, die eigentlich wirklich weltbekannt ist. Und die ist ganz schön heruntergekommen. Da würden sie tagsüber keinen Fuß reinsetzen oder mit einem nüchternen Kopf wirklich dran vorbeigehen, aber wenn man so abends über dem Kiez schlendert und einen gewissen Pegel erreicht hat, geht man da gerne auch rein und hebt mal ein am Tresen. Aber wir müssen auch solche Orte als Pfleger besuchen, wir müssen diese Menschen verpflegen, wir müssen uns um die kümmern und ja, das ist halt so ein Zusammenhalt, ne? Da kennen wir keine Grenzen. Dafür werden wir geschult in der Schule, im Betrieb. Und solche Orte besuchen wir auch.
Wir werden ja tatsächlich auch unter den Bedingungen eingestellt, dass wir bereit sind, Fahrrad zu fahren, da wir tatsächlich in Brennpunktvierteln arbeiten, wo oft Demos stattfinden, wo Parkplatzmangelware ist, wo tatsächlich die Probleme so unerlässlich sind, was Parksituationen angeht, dass wir vertraglich unterschreiben müssen sogar und auch wollen, die hier arbeiten, dass wir mit dem Fahrrad fahren. Es klappt super. Also bis auf harte Wintertage, die wir aber laut Klimawandel ja gar nicht mehr haben, ist das total problemlos. Auf der Reeperbahn war zwar wegen Corona tote Hose, aber ich habe trotzdem ein paar sehr interessante Einblicke bekommen. Und ja, es ist einfach spannend zu sehen, wie woanders halt ambulante Pflege funktioniert. Und ich hoffe, für euch war es auch spannend, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Dann habe ich natürlich noch für euch das Pflegefundstück der Woche. Leute, hört euch das an, denn ihr seid auch mal dran. Die Altenpflege, es ist schon krass. Hör mir zu, ich erzähl euch was. Die Leute, die lästern, ihr seid doch kranke Schwestern. Denn wir haben das Helfer-Syndrom und schuften doch nur für Gottes Lohn. Aber warum nur? Es tönt mich an, denn dieser Beruf gibt mir den Groove. Yo, das ist geil. Hier ein weiteres Vorurteil. Vielleicht hätte man dann doch eine andere Art der Darstellung wählen können. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch immer schön, wenn solche Kreativprojekte... Boah, nee, eigentlich kann ich dem nichts abgewinnen. Eigentlich kann ich da jetzt gar nichts Positives zu sagen. Ist einfach... Ich behalte jetzt einfach mal meine Meinung für mich. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Pflegerap haltet. Leute! Hier kommen natürlich noch die Pflegetipps für euer Examen von Sina, Anni und Timo vorgetragen. Hi, ich bin die Anni von der Akademie for Care Changers und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, Medizinpädagogin und Pflegecoach und freue mich, dir jetzt hier drei erprobte Lerntipps für dein Pflegeexamen mitzugeben. Und zwar Nummer 1. Erstelle dir einen Lernfahrplan. Das heißt, bis wann willst du was lernen? Schreib's auf, pack's an die Wand und fang rechtzeitig mit dem Lernen an. Nummer 2 ist, erstelle dir ein Learning Board. Das heißt, du nimmst die Inhalte, die prüfungsrelevant sind, schreibst die wichtigsten Fakten und Schlüsselwörter, also Keywords, raus. Du kannst sie auch auf ein Post-it, also auf einen Klebezettel schreiben und sie dort anbringen, wo du oft bist. Kühlschrank, Spind auf Arbeit, Badspiegel. Umso öfter du die Begriffe für dich wiederholst, umso schneller sind sie auch hier in deinem Unterbewusstsein. Und Tipp Nummer 3, ich finde, das ist eigentlich der wichtigste, glaub an dich. Geh davon aus, dass du dein Pflegeexamen meisterst. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und alles Liebe. Hi, ich bin Sina, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegewissenschaftlerin und jetzt auch fleißig am Lernen in meinem Public Health Masterstudiengang. Und mir bringt es unwahrscheinlich viel, die Sachen aufzuschreiben. Ich brauche erstmal ein DIN A4-Blatt, Blanko, das ist ganz wichtig bei mir, und fasse erstmal alles Wichtige zusammen. Also nicht an Details aufhalten, wirklich die wichtigsten Kernpunkte. Schreib mir die dann nochmal auf eine Karteikarte auf und habe es dann eigentlich schon ganz gut in meinem Kopf. Und dann muss ich abgefragt werden. Und am besten verbinde ich das immer mit Freunden, die mich abfragen und wir danach, wenn ich ja, das quasi gut gemacht habe, wir noch was Schönes unternehmen. Das ist dann quasi direkt meine Belohnung auch noch. Hallo, ich bin der Timo, Altenpfleger bei der ambulanten Pflege am Kaiserberg. Ein Tipp, der mir beim Lernen noch geholfen hat, ist Spickzettel zu schreiben. Und zwar so, dass man sie benutzen könnte. Warum das Ganze? Um komplizierte Abschnitte so zu komprimieren, dass sie auf so einen kleinen Spickzettel passen, muss man den Text erstmal mehrmals lesen und verstehen und dann die richtigen Worte rausfiltern, die auf den Spickzettel kommen, sodass man anhand der wenigen Wörter sich am Ende den ganzen Text aufrufen kann in Gedanken. Nehmt eigene Wörter, benutzt Metaphern oder praktische Beispiele. Wenn ihr zum Beispiel einen Patienten in Realität habt, der genau auf das Fallbeispiel passt, schreibt einfach den Nachnamen auf und ihr könnt euch das Fallbeispiel mit der Zeit abrufen. Lest immer den Spickzettel und den Originaltext nacheinander, hintereinander, wie auch immer, sodass ihr den Spickzettel immer weiter verfeinert. Am Ende kann man
anhand des Wortes sich ganze Abschnitte in Gedanken hervorrufen und hat mit den Schlagwörtern immer alles parat. Vielen Dank nochmal an Sina, Anni und Timo für die wirklich tollen Tipps. Und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter mit einem wirklich tollen Interview, das ich geführt habe mit Chiri Domingo. Sie ist Comicbuchautorin und hat ein Buch über die Pflege geschrieben. Also zumindest so im Entferntesten. Sie hat selber ihre Kindheit teilweise in einem Altenheim verlebt, weil ihre Mutter dort gearbeitet hat. Und hat über diese Erfahrungen geschrieben. Und das fand ich besonders spannend. Ich komme ja ursprünglich halt auch aus dem Altenheim. Also ich habe Altenpfleger gelernt und habe im stationären Bereich meine Ausbildung gemacht. Und ich fand es sehr, sehr spannend, mal einen kindlichen Blickwinkel auf das Altenheim zu sehen. Also im Prinzip, wie wirkt so ein Alten- und Pflegeheim auf ein Kind? Und ich finde, das hat sie sehr, sehr schön eingefangen. Und ich hatte die Möglichkeit, mit Chiri zu sprechen. Und eine Frage war, welche Rolle spielt Pflege überhaupt für dich? Es spielt insoweit eine Rolle. Also es spielt in meinem jetzigen Leben keine Rolle, aber ich habe es immer mitbekommen viel über meine Familie, wo viele Pflegerinnen sind. Und dann auch über meine eigenen Großeltern, die gepflegt wurden bei uns. Also beziehungsweise in dem Altenheim, wo meine Mutter arbeitet. Und also ja, insoweit spielt es eine Rolle. Und mein Buch handelt davon. Und natürlich, wie kamst du auf die Idee zum Buch? Ja, wahrscheinlich schon die Zeit, in der mein Großvater mit seiner Lebensgefährtin in das Altenheim, die wohnten eigentlich in Duisburg und kamen dann nach Böblingen ins Altenheim, ins Altersheim, um bei uns in der Nähe zu sein. Und es war auch dasselbe, in dem meine Mutter gearbeitet hat. Das heißt, ich war auch schon so oft einfach viel in dem Pflegeheim. Und dann habe ich, das war eigentlich auch die Initialidee für das Buch, weil ich eigentlich, also in erster Linie wollte ich etwas über diesen Ort machen, weil der so speziell ist. Also die ganzen Leute, die da halt alle auf einem Haufen sitzen. Und man muss sich eigentlich nur einmal einen ganzen Tag mit reinsetzen und man kann so viele interessante Gespräche aufgreifen. Ja, wahrscheinlich, also ja, wahrscheinlich, weil ich auch schon als Kind, auch wie in dem Buch, das Mädchen immer auf dem Altenheim war. In dem Buch spielt auch der Umgang mit existenziellen Erfahrungen eine Rolle. Deshalb habe ich sie auch gefragt, wie ist dein Umgang mit dem Tod? Also ich selbst, würde ich sagen, habe keine Angst vor dem Tod, glaube ich. Kann ich jetzt vielleicht so einfach sagen, weil ich jetzt nicht kurz davor stehe. Oder ja. Aber ja, ich habe damals mitbekommen, wie mein dieser besagte Opa damals gestorben ist und wir saßen alle, die ganze Familie an einem Bett und ich hatte es irgendwie so als friedliche auch in Erinnerung. Also dass er, alle waren da und er ist dann auch wirklich gegangen in dem Moment, wo alle gelacht haben, weil wir uns so lange Zeit unterhalten haben. Deswegen habe ich es gar nicht so. Assoziiere ich jetzt erstmal nichts Schlechtes damit. Und auch in dem Buch habe ich diese Figur, diese schmelzende Oma, das kam eigentlich, die Idee war ursprünglich, irgendetwas mit Geistern zu machen, weil der philippinischen Kultur die Menschen oft an Geister glauben oder eher als hier, würde ich sagen. An der Stelle sei nochmal Danke gesagt an Chiri für deine Zeit und dieses wunderschöne Buch. Dieses Buch habe ich mir selbst gekauft und ich fand es einfach schön und deshalb habe ich den Kontakt mit Chiri gesucht. So ist das Ganze entstanden. Und abschließend habe ich noch eine Sache. So, eine Sache habe ich noch und zwar ist die Bewerbungsphase für den Queen Sylvia Nursing Award gestartet und ihr könnt euch ab sofort mit eurer Pflegeidee bewerben. Das heißt, ihr habt eine Idee für die Pflege, die Prozesse vereinfacht oder die euren Patienten zu mehr Lebensqualität verhilft. Der Fokus liegt hierbei besonders auf Menschen mit Demenz. Wenn ihr eine Idee habt, es kann auch eine technische Idee sein, dann könnt ihr diese ab sofort einreichen. Alle weiteren Informationen findet ihr hier. Und mit etwas Glück könnt ihr nicht nur 6.000 Euro gewinnen, sondern auch ein Praktikum und bei der Preisverleihung in Stockholm im Schloss Königin Silvia kennenlernen und ihr nochmal eure Idee vorstellen.
Darüber hinaus ist der Queen Sylvia Nursing Award natürlich ein richtig tolles internationales Netzwerk. Man lernt Pflegekräfte aus anderen Ländern kennen. Und ich war letztes Jahr auch Finalist. Da hängt meine Urkunde. Die habe ich ganz stolz dahingehangen für meinen YouTube-Kanal Ambulant Blockt. Also mit dem war ich letztes Jahr im Finale. Ja, das war die erste Folge der Pflegeshow hier bei Ambulant Blockt. Ich freue mich tierisch über Feedback und schreibt gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und sagt wie immer bis dahin, meine Freunde der guten Pflege.